bin begeistert. Die Außentreppen wurden ausgefahren. Die Außentreppen wurden eingefahren und wurden wieder ausgefahren. Na toll. Darf man den Dialog nicht wegdrücken, ja, sonst ist wieder schlecht. Gut, dann eben, naja. Oh, ah, cool, hallo Skelett, wenn du wieder da bist, dann nehmen wir dich natürlich mit. Gut, wir greifen zum Glück zuerst an, wenn wir jetzt alle über den Haufen schmeißen. Wir hätten eigentlich auch zaubern können, naja. Wollen wir mal nicht übertreiben. Obwohl, die übertreiben ja auch, die sind so stark, das ist mir unbegreiflich. Naja, gut, 2 sind schon mal weg von 4. Besser als nichts. Und wir werden auf jeden Fall, bevor wir die Treppe weiter nach oben gehen, werden wir speichern gehen, weil der Speicherraum ist ja nicht fern. Ja. Und falls wir dann sterben, damit wir nicht so weit wieder zurück müssen. Und stellt euch vor, wir haben den Schlüssel. Haben wir jetzt schon gefunden. Wenn wir den nicht gefunden hätten, wahrscheinlich würden wir da oben dann irgendwo anstehen. Ja, komm hier, das das Krebschen ist gar nicht mehr da. Komisch. So, nee, da gehen wir noch nicht drauf, weil wir werden zuerst hier, ja, komm, das Viech nehmen wir mit, bevor wir den, Alter, bevor wir speichern und heilen, nehmen wir die Viecher mit. Ja, die sind ja eh in dem Fall sehr einfach. Kumi, was magst du denn? Hm? Was kann ich dir kredenzen? Den Armreif haben wir auch nicht. Wir haben leider gar nichts, was du magst, habe ich das Gefühl. Ja, der Fumi, der hat sich auch schon mal mit einfachen Dingen zufrieden gegeben. Tja, hilft nichts. Man kann nicht alles haben. So, dann hoch die Treppe. Wochenende. Ja, aber vorher hat sie voll gereimt. Und dann gehen wir hier rein in den Turm. Schlüssel benutzt. Das wäre es jetzt. Moment. Wir gucken. Kein Geheimnis. Kein Geheimnis. Nein. Es wird jetzt spannend. Oh, hi. Euch nehmen wir natürlich mit, ist ganz klar, ja. Wenn wir schon mal da sind, ist klar, dass wir euch mitnehmen. Vielleicht schaffen wir ja noch ein Level up vor dem Endboss. Kommt bitte, sei tot. Na toll. Gerade nicht, vermutlich. Also vor dem Endboss des Turms natürlich nur. So, Tia muss sich bald mal wieder heilen. Im nächsten Kampf dann. Man muss sich nicht bald mal wieder, aber die Zornpunkte sind schon wieder. Oh, ein Holzschild. Komm, du wolltest doch ein Holzschild, oder, Monster hier? Ja, jetzt ist es wieder eine Federweste. Super. Jetzt, wo ich ein Holzschild hätte, mag es wieder eine Federweste. Das ist ja ganz toll. So, Tia heilt sich bitte einmal hier. Superkraft heilen. Juhu, geheilt. Komm, zumindest, ja genau, der Imp ist kaputt, das ist schon mal viel wert. Na, was ist jetzt? Schlag, 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 schlag. Super. So. Gut. 15.000 Goldmünzen. Ich bin begeistert. Oh, ah, ui, viele, ich sehe gerade viele Kisten. So, machen wir alles kaputt hier. Und nochmal. Und nochmal. Ja, toll, Fumi, dass du wieder irgendwem angreifst. Aber ich bin sicher. Bisschen Wut. Ich glaube, das Vieh ist in Rage-Mode. Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Aber ist kein Thema, Tier ist das ja auch fast. Ja, man sieht, die Zornpunkte sind sehr hoch bei Tier. Wir hatten eigentlich besseren Angriff, Cloud oder Guy? Müssen wir nachher direkt mal gucken, damit ich weiß, wen ich dann mit Angriff buffen werde. Im großen Kampf aller Kämpfe. Da ist ja. Nee, hier lungert keiner mehr herum. So, wer hat besseren Angriff, Cloud oder Guy? Moment, Status braucht man da. Cloud hat 125 und Guy hat 144. Okay, Guy ist definitiv besser im Angriff. Das ist schön. Was willst du zu futtern? Ein Kukri. Ja, das ist klar. Was denn auch sonst, ne? Ich hätte ein Holzschild anzubieten. Aber das willst du ja jetzt wieder nicht mehr. Toll. So, jetzt schmeißen wir die Kraftwasser raus wie nix. Guy! Lyanna.
seid sehr weit vorgedrungen. Du, warum hast du Liane mitgenommen? Sie hatte doch nichts getan. Ich sollte die Fähigkeiten der Menschen auf die Probe stellen und hatte die tolle Idee, deine Schwester zu entführen, um dich aus der Reserve zu locken. Das wird dich teuer zu stehen bekommen. Dann wollen wir mal sehen, was ihr Menschlein so drauf habt. Tja, du glaubst ja wirklich, du bist der Held der Zeit, oder wie? Hier, so. Da wirst du dich schon anschauen. So, wir haben hier, was haben wir denn hier? Auraschub, Superkraft, Wasserfontäne. Also wir haben den Moment, Mantel, ja, nee, das ist es nicht. Auraschutz erhöht die magische Abwehr, erhöht die Intelligenz. Haben wir das nicht mehr? Reduziert die Intelligenz des Gegners, probieren wir mal. Chaoskralle, wir haben das nicht mehr. Oh, das ist schade. Na gut, dann, komm, machen wir ja Chaoskralle. Juhu! Speedy, Gonzales! Schneller! Kopfbohrer, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, doch, hat schon funktioniert. Was es auch immer bringt. Chaoskralle. Wow, 103. Berserker. Oh oh. Ja, doch, durchaus gar nicht mal so, gar nicht mal so zärtlich berührt, sondern eher so ein bisschen, naja, was soll ich sagen? Komm, machen wir nochmal Speed Up. Soll Cloud nochmal machen, weil egal. Weiß zwar gar nicht, was es hier bringen soll, aber. So, genau hier muss ich leider heilen, weil sonst ist die schon wieder tot. Aber der Geil kann angreifen. Ach, war das nicht. Ich glaube, das war von dir ein Zauber, der den Angriff erhöht, oder? Und ich weiß nicht, ob das Speed erhöhen doppelt wirkt. Ich habe keine Ahnung. Schlafdorn! Ja, kannst du ruhig auf das tolle arme Vieh machen, das ist kein Problem. Sturm? Ah, die gehen jetzt hinter dem Schneesturm. Schock, versetzt die Feinde einen Elektroschock. Komm, probieren wir mal. Was hat sie jetzt hier? Haben wir da? Serum wirksames Gegengift. Sturm, Schock. Tropfen, Narkose, Starkfunke. Nee, offensichtlich ist das, haben wir das dann echt nicht mehr. Na, okay. Ja, gut, weißt du was? Tier könnte jetzt eigentlich auch Raserei machen. Weil sie es hat, ne? So, was bringt Schock? Ja, 73. Komm, da bleiben wir lieber bei den normalen Angriffen. 50. Ja. Oh oh, Berserker ist echt böse. Ja, weil Tier da richtig, richtig viel Schaden nimmt. Die anderen eh nicht so. Ist rein nur Tier. Haben wir jetzt? Können wir jetzt hier schon? Nein. So, Tier muss ich leider wieder selber schnell heilen. Aber ist nicht so tragisch. So, Geil greift an. Gut, so Dingens. Wer ein bisschen stärker wäre das. Was? Alter, Fumi, du kannst... Bitte was? Was ist hier los? Fumi haut einfach ab. Warum? Alter, es darf wohl nicht wahr sein. Fumi flüchtet. Alter, was ist denn hier los? Du kannst doch nicht einfach abbauen. Alter... Nee, also wirklich. Also, Fumi, da hätte ich mir mehr von dir erwartet. Das gibt's ja nicht. Fumi flüchtet. Hat keine Lust mehr. Nicht schlafen, nicht einschlafen. Gott sei Dank. So, gut, komm, nochmal Schock. Und du zauberst jetzt einfach stark auf alle, hätte ich gesagt, ja. Und Guy macht hier... Ja, macht hier nochmal einen Angriff. Stark. Ta-da-da-da. Flip. Ah, schon wieder Berserker, verdammt. Kann ich gar nicht brauchen, immer dauert das Berserker. Gut, das war jetzt gar nicht mal so stark, dieses Berserker. Komm, da können wir eigentlich jetzt. Moment, weißt du, was wir machen? Wir lassen ihn stark zaubern, wobei das wird wahrscheinlich gar nichts bringen. So. Also, wenn er stark wird, haben wir wahrscheinlich 10 Heilungen oder so pro Kopf, oder? Na gut, das hat nicht viel gebracht. Hoffe ich nur, dass Tier den nächsten Angriff überlebt. 121! Wow. Tia, bitte überlebt das einfach, okay? Tu mir den Gefallen und überlebt das einfach. Ja, war knapp, aber es ging. So, schauen wir mal. Wir haben hier Chaoskralle einmal. Die Tia muss sich natürlich selber leider Gottes heilen. Und hier haben wir einen normalen Angriff. Chaoskralle, 120. Juhu, Superkraft.
Alter, das ist gefährlich. So, ich würde sagen, wir machen einmal hier den da und die Tier macht hier den da stark auf alle. Und dafür macht der Guy die Superkraft auf Tier. Dann sollte sich das eigentlich alles ganz gut ausgehen, hätte ich gesagt. Ja, und schon wieder Berserker. Ach, ernsthaft. Ach, und Tier, ich sehe gerade, Tier hat schon wieder 2 Punkte komplett voll. Er sieht eh, wie weit er kommt, ne? Der arme Kamu. Ja, der weiß ja gar nicht, auf was er sich einlässt. Moment, und hier haben wir... Nein, das geht sich auch noch nicht aus. Schock. Kann nicht sein, ich meine, ewig wird der auch nicht durchhalten, der Typ, ne? Rufdrücken, ja toll. Das brauche ich jetzt definitiv nicht. Ja gut, das Gute ist, wir können Schock auf beide und Tier soll jetzt einfach mal hier Superkraft auf ihn, während Guy dann weiter Camo angreift. Okay, Schock auf beide ist genau super zum... Ja, das brauchen wir gar nicht. So, jetzt reicht's. Jetzt müssen wir richtig Gas geben. Tia ist relativ voll, das ist gut. Komm, wir machen hier Schock auf alle drei. Dann macht Tia bitte auch einmal Schock auf alle drei. Und Guy darf sich einmal Superkraft nehmen. Wobei Guy muss... Ich muss gucken, dass ich die Sklaven kaputt kriege. So, das sollte jetzt hier... Sie sollte wesentlich stärker den Job machen. Ja, Gott sei Dank. Alter, die Sklaven halten ja richtig viel aus. Na toll, Tia ist schon wieder... Nein, bitte, nein, nicht sie, nein, nicht sie, bitte nicht nochmal sie, nein. Boah, Gott sei Dank, Alter. Das Spiel ist ja doch recht, ja, wie soll ich sagen, nett. Ja, gut, komm, wir machen nochmal Schock, auch wenn es bei ihm... Nee, komm, es bringt nichts, ich muss den Sklaven töten. Und Tia macht jetzt nochmal hier ihre Superkraft. Und eigentlich müsste ich mit Guy auch nochmal Superkraft auf Tia machen, damit die wieder voll ist. Obwohl, nee, komm... Wir riskieren. Guy hat genügend KP. Alter, warum hat Guy so viel KP? Alter, das ist ein Wahnsinn. Ich weiß nicht. Guy ist echt ein Wahnsinn. Warum stirbt diese Wache nicht? Also dieser... Oh, 43. Ne, das ist zu wenig. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Tia wird tot sein. Bitte, Tia, du musst das überleben. Ja, gut, sie hat es überlebt. Bitte nicht Tia angreifen. Danke. So, okay. Ja, weißt du was? Es hilft eh nichts. Wenn wir sagen, wir machen einmal stark auf alle, Tier macht Superkraft auf sich und der Guy den Sklaven nochmal, damit die weg sind, ja. Ja gut, das Problem ist, wenn Cloud Superkraft auf alle zaubert, das bringt genau gar nichts, ja. Warum ist der blöde Sklave immer noch nicht weg? Nicht auf Tier, die kann doch nichts dafür. Gut, jetzt müssen wir einmal Sklave, die Tier macht Superkraft auf sich und der Guy macht Superkraft auf sich. Ja, Gott sei Dank, das Graf ist wieder weg. So, und eigentlich müssen wir jetzt gucken. Cloud, Zornpunkte. Ach, Chaoskralle geht sich einfach nicht aus. Tia könnte eine Superkraft. Ne, komm, Tia macht jetzt auch hier. Wir müssen gucken, dass wir hier weiterkommen. Schock, stirb. Und du komm. Ja, Chaoskralle geht sich aus. Super. Und Schock, eine richtig schöne Damage-Stile-Runde. Wunderbar. 111. Ja, und er ist tot. 3200 Erfahrung. 5500 Gold. Na toll, und Fumi... Ach komm, und Fumi... Na toll, Fumi ist abgehauen und jetzt bekommt er keine Erfahrungspunkte. Super, Fumi. Ihr seid stärker, als ich erwartet hatte. Aber überschätzt euch nicht. Die Zeit wird kommen. Was fasselst du da? Die Höllenfürsten werden erscheinen. Und sie werden dann herrschen. Schon bald. Was meinst du damit? Das braucht ihr nicht zu wissen. Ihr werdet sowieso nicht weit kommen. Oh nein, der Turm stürzt ein. Warum stürzt... Nein, der Turm darf nicht einstürzen. Huch. Die Tür ist verschlossen. Haha, er könnte nicht entkommen. Na toll. Will er uns mit dem Turm begraben? Versuchen wir, die Tür zu öffnen, Guy. Geh zu Liana. Okay. Liana. Liana. Ich wusste, du würdest kommen.
Und keine Angst, wir bringen dich heraus. Aber die Kisten. Die Kisten. Aber die Tür ist durch einen Zauber verschlossen worden. Na toll. Das sieht nicht gut aus. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Schnell, beeilt euch. Ich kenne dich aus der Höhle. Wir haben keine Zeit, uns zu unterhalten. Ich warte bei uns alle nach Tanbel. Was, warum die Kisten? Die Kisten? Das wäre mal wieder geschafft, Cloud. Hey, wer war diese Frau? Sie sagte mir einmal, dass es meine Bestimmung sei, zu reisen und zu kämpfen. Komische Frau. Aber sie hat uns gerettet. Ich sollte ihr danken. Nur wo ist sie? Jetzt ist sie weg. Wer, wie, was ist sie? Na egal. Lass uns jetzt heimkehren. Liana hat ein paar Schrammen abbekommen. Du hast recht. Bekommen wir jetzt das Essen? Liana. Endlich eingeschlafen. Wie geht es, Liana? Naja, eine Weile ist sie noch außer Gefecht, aber es ist nicht so schlimm, wie wir dachten. Cloud, wer war die Frau im Turm? Du hast sie gekannt. Ah, diese Frau? Sie sagte mir, dass es meine Bestimmung sei, zu kämpfen. Sie scheint eine ganz besondere Frau zu sein. Sie hilft uns. Sie weiß, wie man den Zauberkram an der Tür los wird. Respekt. Wer sich bis zur Spitze dieses Teufelsturms durchschlägt, muss ein wahrer Krieger sein. Volltreffer! Na, Cloud, was machst du jetzt? Ich bekam Wind von etwas, das mir überhaupt nicht passt. Du meinst die Wesen aus der Hölle, die die Welt beherrschen wollen zum Beispiel? Ja, ganz genau. Ja, wenn es sie wirklich gibt, werden sich unsere Wege kreuzen. Und danach? Naja, wenn diese Welt ihr Ziel ist, dann muss ich sie wohl zerstören, oder? Wir reden hier über Teufelswesen, nicht über irgendwelche Tagediebe. Auge um Auge werde ich gewinnen. Und du, Guy, wie steht es mit dir? Aber hallo, ich werde mich niemals unterwerfen, nie im Leben. Ich bin bereit, Cloud. Ja, das hören meine Ohren gern. Wir müssen uns aber etwas beeilen. Was, jetzt schon? Na, ich könnte, also gut. Huch. Sag ehrlich, Guy, willst du dabei sein? Jessie. Ah, sie ist so wunderschön. Wer ist sie, Guy? Jessie, sie ist, ach, meine, weißt du? Hast du Sprachstörungen? Hi, ich bin Jessie, Guys Freundin. Hey, toll, freu mich, dich kennenzulernen. Ja, ganz meinerseits. Guys Freundin? Was? Was meinst du damit? Warum soll ich keine Freundin haben? Hey, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Jessie, wie hast du das gemeint, als du sagtest, ob ich gehen wolle? Du möchtest doch gehen, oder? Es stand ins Gesicht geschrieben. Nun, aber... Du musst nicht wegen Liana hierbleiben. Ich werde mich um sie kümmern. Ich hätte ein besseres Gefühl, wenn du bei ihr wärst. Aber du und ich? Ich werde dich schrecklich vermissen. Doch du musst tun, was du für richtig hältst. Wenn alles vorbei ist, dann wirst du zu mir zurückkehren, nicht wahr? Du weißt, dass ich wieder zu dir komme, Schätzchen. Ich vertraue dir. Oh, Jessie. Sie sind sich sehr nah und füreinander da. Das ist wahre Liebe. Ja. Die beiden sind wie füreinander geschaffen. Cloud, an was denkst du gerade? Nichts, gar nichts. Nun, ich bin nicht die Frau, die ihr Leben lang wartet. Cloud, ich bin bereit. Lass uns die Kreaturen in die Hölle zurückschicken. So sei es. Doch dieses Unterfangen wird sicher kein Kinderspiel. Das mag sein, aber wir tragen ja auch keine Windeln mehr, oder? Schon gut, Guy. Wir sollen jetzt nicht mehr länger quatschen und uns auf den Weg machen, ne? Alles klar. Dann nichts wie los. Gut, Guy. Einer für alle. Alle für einen. So soll es sein. Guy schließt sich an. Ja, das ist schön, dass der jetzt offiziell bei uns ist. Das freut mich. Wohin gehst du? Zum Turm. Er liegt auf dem Weg nach Tarika. So. Solange Liana nicht fit ist, kümmere ich mich um das Hotel. Wollt ihr hier schlafen? Ja, schnell. Ganz, ganz dringend müssen wir schlafen. Wir müssen so dringend schlafen. Das ist ein Wahnsinn. So, Fumi. Mit Fumi muss ich leider noch, habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Ja. Fumi, das geht so nicht, dass du einfach so abhaust. Das geht nicht. Das kann ich nicht verzeihen. Also das ist wirklich das ist Wahnsinn. Fumi, im entscheidenden Kampf haut der einfach ab. Musst du wirklich gehen, Guy? Komm bald wieder. Der ist ja hier der Fitnesstrainer. Und Gott sei Dank ist Liana nichts zugestoßen. Ja. Gut, ich sag's gleich. In der nächsten Aufnahme kann ich wahrscheinlich die Stimme von Guy wieder nicht mehr. Aber naja, gut.
ist nicht so tragisch, ne? So, komm, wir speichern auf jeden Fall mal ganz sicherheitshalber. Bitte überschreiben, ja, danke.